Grüß Gott, wie wir bei den Dänen sagen. Da sind wir mal wieder, die zwei von der Verkostungsfront. Nämlich, die Kim ist wieder da, wie man deutlich sehen kann. Nach ihrem längeren... Ausfall? Das klingt so seltsam. Das ist doch was ganz natürlich Biologisches. Nach meiner Pause. Nach deiner Pause. Das klingt besser, nach deiner Pause. Wir melden uns zurück, diesmal aber nicht mit großen Gewächsen. Die gibt es erst in einem Monat. Wir haben uns gedacht, nachdem wir dauernd angemault werden, dass wir keine Videos mehr drehen und jetzt wirklich schon Monate Pause gemacht haben, fangen wir jetzt halt mal mit was anderem an und machen ein bisschen Chianti. Wir stecken gerade mitten in den Proben für das Best of Chianti Classico, das wir ja jedes Jahr machen. Und gestern gab es 35 Anatav des Jahrgangs 2019. Und die Besten aus dieser Runde, die stellen wir jetzt einfach vor. Das ist jetzt nicht so die klassische Nachprobe, wie wir sie schon hatten. Einen Teil habe ich nämlich schon nachprobiert. Sondern eigentlich mehr so die Essenz der Weine, die ich halt gestern so probiert habe und die mir jetzt einfach mal ein bisschen vorstellen. Wir versuchen das jetzt in Zukunft wieder ein bisschen öfter zu machen, wenn wir dazu kommen. Es ist halt immer ein Haufen Arbeit. Fangen wir einfach mal an. Halt, Nummerbräu. Ist das alles schon immer gewähnt? 2,6,5,6,7,6. 2,6,5,6,7,6. Genau. Also, es ist alles Chianti Classico, es ist alles 2019. Kannst du es für mich nur ein bisschen größer machen, bitte? Ja. Bin ich jetzt blöd? Doch. Danke. Das riecht schon mal recht klassisch nach roten und schwarzen Beeren, so ein bisschen was Kirschiges dabei. So ganz leicht pfeffrige Würze. Mhm. Mir fehlt aber so ein bisschen dieser animalische Touch. Fleischsaftgeruch. Ein bisschen hat er das, ja. Das da rein. Ja, und so ein bisschen was Wacholdriges und leicht Rauchiges hat er auch. Man merkt schon in der Nase, dass das, obwohl das sehr geschliffen ist und beinahe auch was Kühles schon dabei hat, merkt man trotzdem, dass der Wein Kraft hat. Das Kühle hat aber auch am Gaumen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, das gefällt mir gut. Der Wein hat einen wunderbaren Schliff. Ist ganz brillant reintönig, hat einen schönen Saft und der hat durchaus auch am Gaumen Kraft. Also der liegt beim Alkohol irgendwo doch bei 14%, aber er schmeckt nicht so. Er schmeckt eben ein bisschen kühler, er ist elegant, er hat Finessen. Gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Da reichen auch die 87 natürlich, bei denen er gerade steht. Zu streng, finde ich. Ja. Ja, genau, und das steht auch drin, hat Kraft und zugleich Frische und das hat er auch. Mhm. Also die Frucht ist sehr lebhaft. Ich finde doch eine schöne Länge, ne? Mhm. Jetzt ist er fast bei 9. Ja, hat er ausgesprochen feines Tannin auch. Einen schönen Säurebiss dabei. Dann hinten raus ein bisschen salzige Mineralik. Mhm. Ja, da schwanke ich mittlerweile auch zwischen 88 und 89. Das wird auch etwas länger halten. Ich glaube, dem kann man fast 9 geben. He? Ja. Ja, das macht schon sehr viel Spaß. Ah, das ist auch eins meiner Lieblingsweingüter. Das ist Carpineta Fontalpino. Und zwar ist das der Chianti Classico Fontalpino. Ja, das macht richtig Spaß. Ach so, das sollte man fast einen Lieblingswein draus machen, oder? Ja, schon. Dann machen wir es doch. Ich habe mich jetzt eigentlich gewundert, dass du das nicht gemacht hast. Naja, das war halt gestern noch ein bisschen verschlossen, aber das haben die öfters bei dem Weingut, dass das etwas Luft braucht, um zu zeigen, was es kann. 377999. Das ist noch ein bisschen kühler in der Nase und vor allem auch etwas heller, habe ich den Eindruck. Ich finde es fast ein bisschen rauchiger. Ein bisschen
rauchig, ein bisschen rußig. Ja, aber das klingt, ja, das, ich hab Teer reingeschrieben gestern. Das geht ja in diese Richtung. Nur das klingt fast, als wäre es jetzt zu dunkel und zu holzig. Und das ist es eigentlich gar nicht. Aber die tomatigen Töne, das stimmt. Es hat so einen ganz feinen Tomatenessenz-Touch da drin, das ich sehr, sehr animierend finde. Und die Frucht ist eher rot noch als schwarzbeerig. Du hast was Kräuteriges mit drin. Fast Ätherisches hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Am Gaumen deutlich kühler, schlanker, herber in seinem ganzen Charakter. Und da einen ordentlichen Biss. Die Frucht ist wieder roter als jetzt beim Vorgänger. Aber auch hier hast du wieder diese Tomatenessenz drinnen. Ja. Und ein bisschen Oregano. Ja. Knoblauch. Knoblauch ist gar nicht so schlecht. Das hat wirklich so ein bisschen so einen Beiton. Aber insgesamt finde ich den sehr frisch. Ich finde den Zug sehr schön. Kommt vielleicht nicht ganz an den Fontalpino ran. Ja. Aber der steht bei 88. Haben wir das? Warte mal, Moment, sind wir das da richtig? Ja. Ich finde, das steht da gut. Aber bei 8, gell? Ja, bei 8. Ja. Ich habe mich nämlich gewundert. Der steht ja. Bei den 88 Punkte waren mit drin. Ich habe da wohl gestern mich bloß vertippt. Da waren 89 standen, das hat aber nicht ganz. Aber 18. Ich habe geschrieben, animierender herber Klassiker. Und das kann man auch wirklich sagen. Das ist straff, herb, kühl, geschliffen, elegant. Ich mag das sehr. Ich auch. Ah, ja gut, klar. Das ist ganz typisch Felsiner, diese Schlankheit. Das ist auch einer der ganz wenigen, der wirklich nur 13% Alkohol hat. Da hatte ich, glaube ich, zwei in der ganzen Reihe und dann ging es schon mit 13,5 weiter und der größere Teil hat dann 14 oder ein bisschen mehr. 377851. Es gab auch was mit 15, das haben wir aber nicht dabei, weil das hat dann auch nicht mehr so lustig geschmeckt. Lustig? Ja, das war halt dann doch ein bisschen rustikal. Und Chianti Classico soll ja auch lustig schmecken, also es soll ja Spaß machen, es soll ja Trinkspaß sein. Der hat jetzt auch wieder was Kühles drin und eine ganze Ecke wie die zwei Vorgänger. Richtig. Der ist jetzt auch in der Aromatik ein bisschen dunkler. Das ist ein bisschen verschlossener. Mhm. Das ist auch recht fest in der Nase. Aber auch das ist brillant reintönig, gell? Ja. Und hat eine schöne Frische. Mhm. Der ist ziemlich saftig, auch herb dabei. Ist ein bisschen mehr auf der kirschigen Seite. Ist was leicht Florales dabei. Aber das Tannin ist ein bisschen präsenter, oder? Ja, ja, doch. Das hat, ich sag ja, das ist in der ganzen Machart fester und fast ein bisschen härter. Aber das ist sehr durchgezeichnet. Das ist geradlinig. Hat eine sehr straffe Frucht. Einen schönen Säurebiss dazu. Ich mag diese Mineralik, die er hat. Diese helle Mineralik. Das hinten rausfallen deutlich, ja. Gell? Mhm. Ich mag auch diese Herbheit, diese frische und herbe Frucht, das animiert richtig. Ja, das ist ein bisschen strenger in seiner Art, aber man kann nicht sagen, dass das irgendwie sich gegen das Getrunkenwerden wehrt oder so. Ne? Gar nicht. Das ist sehr animierend. Und das sorgt auch richtig für Speichelfluss. Also da will man gleich den nächsten Schluck. Das ist sicher ein grandioser Essensbegleiter. Ich würde einfach bloß ein bisschen warten, bis ich mal anfasse. Ja, ja, ja. Das schreiben wir auch so rein. Mit denen erst nächstes Jahr anfassen. Aber das ist auch ein Lieblingswein. Ich mag das total gern. Ja.
Ja, das ist Badia Acoltiburno. Das ist noch Behelfsetikett mit dem Aufkleber 2019 drauf. Das ist so ein Weingut, da manchmal, gerade so die Topweine, manchmal kommen mir die ein bisschen spröde vor. Aber sie überraschen immer wieder mit ganz, ganz tollen Chiantis. 377811. Die vor allem auch immer überraschend gut reifen. Oder zumindest oft. Das finde ich noch ein bisschen rauchiger. Das hat fast so einen leichten Speckton. Ich finde es jetzt floraler, speckiger. Ja, das hat auch so einen ganz leicht animalischen Touch, gell? Ja. Das ist eine ganz deutliche andere Machart. Die Frucht hat auch wieder mehr dunkle Anteile. Das ist auch im Gaumen. Das leicht rauchige, ein bisschen speckige zieht sich da durch. Ja, es geht auch die Frucht so ganz leicht ins Pflaumige. Ja. Er ist also ein bisschen der reifere Stil, hatte ich den Eindruck. Also nicht so diese Kühle, die wir vorher hatten. Das ist alles ein bisschen, ja, es wirkt ein bisschen körperreicher und ein bisschen wärmer in seiner Aromatik, ein bisschen reifer in der Frucht. Wie gesagt, dadurch, dass das so ganz leicht ins Zwetschgige reingeht, werden auch die Konturen weicher. Gleichzeitig, das Tannin ist relativ präsent und es hat sowas noch ganz eine Spur Trocknendes. Würde ich also auch eher noch ein paar Monate liegen lassen. Hinaus kommt aber auch da wieder Mineralik. Ja. Da kommen auch nochmal unterschiedliche Gewürze mit, ne? Diese Wacholder, der Lorbeer, nochmal Pfeffer. Mhm. Ja, also, das ist so roter Pfeffer, oder? Rot bis rosa. Mhm. So einen leichten Granatapfelton. Ja. Ja, auch das zeugt auch von ein bisschen mehr Reife in der Aromatik. Und das ist sicher auch ein anderer Holzeinsatz. Es schmeckt aber trotzdem sehr gut. Also ich finde, die 88 passen auch da. Finde ich auch. Ja, das ist Brancaia. Also wer Brancaia von früher kennt, wo die Weine so ein bisschen überextrahiert waren und sehr viel Holz hatten und sehr dunkel in der Aromatik und eigentlich ziemlich untypisch Chianti, wer dem Weingut da den Rücken gekehrt hat, der kann da mal wieder probieren. Denn die Weine sind mittlerweile völlig anders geworden. Es ist saftiger geworden, frischer, viel Chianti-typischer als früher. 265768. Ist auch mittlerweile, glaube ich, nur noch reiner Sangiovese. Ich glaube, das war früher nicht so. Jetzt wird er viel dunkler, kräuteriger, ein bisschen rauchiger. Ja, das ist eine ziemlich feste Nase. Ja. Ja. Hat aber auch schon gewisse Tiefe drin. Ne? Mhm. Weißt du, was der hat? Hm? Der hat solche, ich schaue noch, ob du es drinstehen hast, aber schwarze Oliven. In der Nase oder am Gaumen? In der Nase. So schnell war ich jetzt noch. Eben, deswegen wundere ich mich. Ja, schreiben wir es nach. Na. Es ist ohnehin der mit der dunkelsten Aromatik bisher. Auch so weiter. Ist ziemlich kompakt gebaut. Aber fest. Ja, ja. Sehr fest. Ziemlich saftig. Hat einen gewissen Säurebiss. Was ist noch? Den wird er behalten. Und die Tannine sind noch recht jugendlich. Auch die trocknen noch ganz leicht an. Ich mag das.
Ja, das ist auch sehr gut. So ist das nicht. Das ist nur ein bisschen jung. Das hat auch. So ein animierender Abgang, ne? So ein richtig fordernder, animierender, mineralischer Abgang. Mhm. Am Gaumen richtig dicht. Finde ich cool. Ja, ist, wir hatten heute schon Weine, die ein bisschen feiner waren. Das ist halt körperreicher. Mhm. Aber dadurch, dass der so eine staffe Säule hat und so eine feste Struktur, wird der in keinem Moment breit. Ja, finde ich schon sehr gut. Da hätte ich gerne einen Lieblingswein. Du hättest gerne einen Lieblingswein? Ja, ich hätte gerne einen Lieblingswein. Meiner wäre es jetzt nicht, aber wenn du das sagst. Danke. Dann dürfst du das. Ich bin ja wieder so großzügig. Also, Antiche Tenute Squarcialupi heißt das. Das ist von der Fattoria La Castellina. Kostet 10,50 Euro übrigens. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die für so wenig Geld so guten Chianti machen. Das sind auch die Vorjahrgänge, wenn ich mir das anschaue. Mhm. Früher haben die Reserva schon bloß 11 Euro gekostet, die waren auch schon immer gut. Und das, also sehr, sehr zuverlässiger Betrieb. 265876. Macht wieder einen leicht kühleren Eindruck. Ist mehr lustiger wie die Vorgänger. Ja, und auch so was Tabakiges hat er da drin. Wirkt auch ein bisschen offenherziger wieder als der letzte. Also das lädt eigentlich schon gleich zum Trinken ein. Und so geht es auch weiter. Eine recht saftige, vielleicht einen Hauch eingemacht wirkende Frucht. Das ist rund, das ist zugänglich, das hat eine gewisse Kraft, aber jetzt keine Schwere oder sowas. Das macht einfach Trinklaute. Ein bisschen Schokolade hat er dabei. Ja. Ja, der macht einfach Laune, ne? Mhm. Recht unprätentiös. Ja. Den würde ich jetzt auch nicht ewig aufheben, sondern in den nächsten 3-4 Jahren trinken. Während jetzt von den anderen ein paar dabei waren, die kann man durchaus länger aufheben, wenn man will. Das macht einfach jetzt Spaß. Ich finde, der steht aber auch gut. Ja. Das ist Fattoria Poggerino. Mehr kann man da immer nicht dazu sagen. Das ist halt der Chianti-Klassiker. Bio übrigens. Das kann man nicht dazu sagen. 377823. Ja, man ist das immer so gewöhnt, gell, von den großen Gewächsen, dass man immer nur die Lagen dazu sagt und dann haben sie vielleicht noch irgendeine Zusatzbezeichnung. Ich finde ihn sehr klar. Sehr klar und geschliffen in der Nase. Ja. Ach, das ist einerseits rotbeerig und ein bisschen kirschig und dann hat es doch was Schwarzbeeriges dabei und da sind spurteerige Noten. Ja, Leder hätte ich jetzt. Oder ledrige, ja. Leder mit drin, ein bisschen Lorbeer. Diesen Schliff und diesen klaren Saft, den hat er am Gaumen. Hat auch so eine gewisse Wärme dabei. Wie gesagt, im Chianti Classico mittlerweile auch normal, dass die Weine 14% haben. Vor 20 Jahren war das noch ganz anders, da war das die absolute Ausnahme. Aber auch das wirkt überhaupt nicht schwer, ne? Sondern das hat ich finde das nicht schwer. Einen ganz geradlinigen, ja, feinen Saft. Das Einzige, der hat eine deutlichere Würze wie die anderen. Also geht fast so ein bisschen in diese Mokka-Richtung.
Ein bisschen Schokolade mit dabei. Mhm. Und steht, stimmt. Mhm. Habe ich nicht gesehen. Steht drin. Ja. Aber das Mokka finde ich gut. Da hat so eine Linie, ne? Die zieht sich von vorne bis hinten, zieht die sich durch. Ja. Aha. Na, was mache ich da? Ja, steht da auch gut, glaube ich. Ja. Ist auch was, was man jetzt schon sehr schön trinken kann. Weil mit seinem Saft schon jetzt ziemlich animiert. Das ist das Weingut Villa Barberina und der Wein heißt Nunzi Conti. Die Familie heißt Nunzi Conti. Kost steht da 15. Ja, unter 15 anscheinend. Ach so. Das ist natürlich auch nicht viel Geld für die Qualität. 265 790. Weil wir gerade bei Leder waren. Und ein bisschen Tabak. Ja, das hat aber was Florales, irgendwie so Veilchen oder so, ne? Lavendelfeilchen, so ganz. Ja, steht es auch. Getrocknet floral steht da drin. Ja. Ja, der wirkt relativ dicht. Reife, sehr saftige Frucht. Auch wieder so rote und schwarze Aromen. Das hat ein bisschen Aromen. Bisschen röstiges Holz dabei, aber wirklich auch das perfekt integriert, also überhaupt kein holztöniger Wein. Ich finde ihn auch sehr animierend, der hat so einen Salztouch drinnen, ja. Der dich da mitnimmt und der ja, dich den nächsten Schluck nehmen lassen will. Und hat wirklich jede Menge Saft. Mhm. So ein herben Saft, ne? Mhm. Ja. Da bin ich jetzt schon wieder am Überlegen, ob ich nicht 9 mehr kann. Ich finde 88 zu wenig. Na, dann gehen wir 89. Ja, das ist richtig gekonnt. Na, weil der hat Substanz, der hat Länge, der hat. Ja. Also, der ist animierend, nicht trocknend. Ein bisschen fordernd, finde ich. Mhm. Das ist ja auch gut so. Mhm. Das ist ja gerade das, was den Spaß da ausmacht. Ja, der schöne Mineralik auch, die stehen bleibt. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Das ist Rocca di Castagnoli. Mhm. Was ist das? Mhm. 380 bis 500 Meter über Meer. Das ist also relativ hoch. Ist auch ein Bio-Wein übrigens. Ja. Kostet auch schon 20, aber das ist ein Wert. Also das ist ein locker Wert. Ich habe den immer noch. Ja, ich auch. Auch diese Minerale, ne? Mhm. Sind immer noch total da. 265 670. Das ist ja ein sehr erwachsener Wein. Aha, ganz anders. Da wird so was Frisches drin. Kühles. Ja, und was? Und Pfeffer? Ja. Und so ein Hauch Lakritz oder sowas am hinten, oder? Lakritz ist sehr gut. Oder? Das ist Unterholz, oder? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Typ. Ja, das ist ein bisschen schlanker als der Vorgänger. Hat eine relativ präsente Säure.
Hat schon eine gewisse Kraft, aber so ganz die Tiefe und Länge hat er dann nicht. Da bin ich jetzt so ein bisschen am Schwanken, ob es schon 18 oder nicht, doch mal 7. Die Frucht ist ein bisschen heller wie beim anderen. Das geht so in diese Johannisbeeren-Richtung rein. Das ist auch dieses leicht, ich will nicht sagen bitterliche, aber von der Geradlinigkeit, finde ich, steht er dem anderen jetzt nicht hinten dran. Auch von der Länge nicht. Also gerade bei der Länge, da, das finde ich etwas echt eingeschränkter. Ich meine, klar, die Säure, die da ja relativ präsent ist, die zieht da hinten nach. Aber da hat der Wein wirklich so einen Nachdruck und so eine aromatische Entwicklung hinten. Sag ja, da ein bisschen auch die Tiefe fehlt mir. Das trocknet so ganz leicht. Also wir jammern da auf hohem Niveau. Aber für mich ist er in der Runde jetzt der Schwächste. Mich stört ja das Rotfruchtige gar nicht, im Gegenteil. Aber wir können uns einfach morgen nochmal anschauen. Ja, ich finde nämlich 7 ein bisschen anstrengend. Also, gut. Der andere ist besser, aber ich finde 7 ein bisschen anstrengend. Lass mal bis morgen stehen. Okay. Aber nachdem wir morgen wahrscheinlich jetzt vielleicht kein Video machen, sollten wir vielleicht trotzdem zeigen. Und zwar ist das das Weingut Castagnoli in Castellina in Chianti. Auch Bio. Das wollen immer mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt bei jedem erwähnt haben, der wirklich Bio ist. Ich glaube, ich habe nicht überall nachgeschaut. Ich muss nur mal nachgucken. Gut, das war es auch schon für heute von den Chiantis. Man kann natürlich alle Ergebnisse nachlesen auf wein.plus/weinkritiken. Wenn man Mitglied ist, also gegen einen kleinen Obolus von im Moment wie viel im Jahr? Für Private? 29. Also 50. Knapp 30 Euro im Jahr. Also gar nichts. Kann man das alles schön nachlesen. Und in 3-4 Wochen, wenn ich fertig bin, gibt es ein großes Best-of Chianti Classico. Bis dahin sehen wir uns aber noch ein paar Mal, hoffe ich doch. Und vor allem dann sehen wir uns sowieso dauernd, weil dann gibt es ja schon große Gewächse. Also gut, bis dahin auf jeden Fall. Und tschüss. Tschüss.